ganz schön kalt hier. Also vielleicht sollten wir mal die Heizung anmachen. Boah, Mann, ist es schon wieder kalt, ey. Mann, nicht mal hier im Klassenzimmer ist es wärmer. Mann, minus 3 Grad oder was, Mann? Ich hasse Winter. Jo, Schwester, was Morgen. Geht? Ist dir auch so kalt? Ey, hier ist gefühlt minus 3 Grad drin. Ja, ich glaube, irgendwie die Heizungen sind ausgefallen. Also ey, keine Ahnung. Das ist einfach so schlecht in der Schule. Ja, also ich finde es auch mega. Also, es ist total ungemütlich. Also, was ist das, Mann? Also, ich mache mir gleich erstmal einen Tee. Mann, ey, es fehlt nur noch, dass hier jetzt anfängt zu schneien und keine Ahnung. Die Fenster sind doch auch nicht ganz dicht, oder? Ach, die Heizung, die geht irgendwie nicht wirklich. Also wirklich, das regt mich schon wieder so auf. Vielleicht frage ich gleich mal aber im Lehrerzimmer nach, ob die irgendwas machen können wegen Heizung, weil vielleicht können die ja einen Techniker holen oder so. Es ist echt kalt. Können wir ein bisschen zusammenrücken? Also ich meine, ich mag es eigentlich nicht so mit Emotionen, Gefühlen und so überhaupt kuscheln oder so. Aber ey, Junge, mir ist echt kalt, Bro. Es ist so kalt, Liebe. Guck mal, der Becher, der sollte eigentlich rot sein. Der ist schon wieder grün geworden. Es ist so kalt. Und ja, hier ist es auch kalt. Habt ihr die Heizung nicht angemacht heute Morgen? Ich habe keine Handschuhe. Warum hast du mich nicht früher dran erinnert? Ja, guten Morgen erstmal. Ja, morgen. Ja, es ist mega kalt. Was ist mit der Heizung? Da können wir nichts dafür. Also die Heizung scheint irgendwie nicht wirklich zu funktionieren. Ich habe die hochgestellt, aber... Ja, unsere auch nicht. Und auch hier. Die Fenster sind voll undicht, Mann. Ich friere hier gleich ein, es ist auch Digga. Kalt. Also ich kann gleich mal gucken, ob ich irgendwie was machen kann oder so. Aber auf jeden Fall... Ja, das auch nervt, nicht. Alter. Ganz einfach. Ist halt typisch Winter. Also ich glaube, wir müssen uns einfach... Also, jetzt hier ist es kalt, aber wir müssen uns die Temperaturen draußen gewöhnen. Es ist aber wirklich richtig kalt. Also letzte Woche aber war es wie noch wärmer. Wie viel Grad haben wir denn? Schau mal irgendwie nach im Internet. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist du es Du hast doch ein kalt. Handy. Schau mal, Channel. Und irgendwie wird es auch nicht so wirklich hell. Also es ist minus 3 Grad draußen. Minus 3? Ich sag doch, also... Dann ist hier, aber hier ist halt locker auch minus 3, weil dann eigentlich müsste hier doch normale Wetter sein. Ja, ich weiß. Was soll ich jetzt machen? Aber keine Heizung, kein Fenster, kein Nichts, Alter, nichts funktioniert. Wir haben Fenster. Ja, aber das regt mich auf, dass das hier so undicht ist alles, Mann. Du spürst du nicht diesen kalten Zug hier rein? Ja, den spüre ich, aber jetzt ja, mal siehst du. Anderes Thema. Habt ihr überhaupt eure Hausaufgaben gemacht, die wir hatten im Bio? Ja, ich habe die Hausaufgaben gemacht. Ich mag Bio, weil das klingt ein bisschen wie Bibo. Haben wir nicht Mathe? Weiß ich doch nicht, aber Leila hat nach den Bio-Hausaufgaben gefragt. Ja, wir haben gleich Mathe, aber danach haben wir ja Bio, deswegen habe ich gefragt. Also es ist ja irgendwas mit Pflanzen und keine Ahnung, irgendwas das mit Das heißt Grün. Photosynthese. Ach, das ist doch vollkommener Unsinn, ich glaube das alles nicht. Du glaubst nicht an Photosynthese? Ich glaube nicht an Photosynthese und an Evolution glaube ich auch nicht, Bibo. Oh, endlich Pause! Ja. Ich hole mir Käsebrötchen! Schule ist so langweilig. Oh mein Gott, Leute! Ihr glaubt es nicht, draußen schneit es! Wie am Nordpol! Oh, ey, Bibo! Ich dachte schon, es ist irgendwas Tolles passiert! Ja, es schneit. Also, es schneit wirklich? Niemals! Es schneit doch nie in Deutschland. Also, wenn, dann erst im März oder so. Und es soll doch auch gar nicht schneien heute. Aber guck schnell, ist da wirklich Schnee? Oh nee, ich hab wirklich jetzt überhaupt gar keinen Bock auf Schnee, Mann. Oh nein, oder? Nee, also wie am Nordpol ist jetzt ein bisschen übertrieben. Es ist ein bisschen, also wahrscheinlich dieser Schnee, der nicht liegen bleibt, den wir hier immer haben. Ja, toll. Dieser Matschenschnee. Wobei, er friert ja, kannst du dir auch nichts Grad. Also der müsste eigentlich schon liegen bleiben. Dann ist es wahrscheinlich über Nacht glatt. Ja, aber toll. Auf jeden Fall cool. Dann ist es noch nass. Dann gibt's ja doch eine weiße Weihnacht. Doch, das ist voll wie am Nordpol. Ich war da ja schon, da habe ich den Weihnachtsmann getroffen. Egal, wir können ja jetzt gleich einen Schneemann bauen und einen Schneeengel machen. Vielleicht noch so ein Iglu oder sowas. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man im Winter machen kann. Was für Schneeengel, Bro? Komm mal runter, ey. Sowas macht man in der Grundschule, wenn überhaupt. Also, als ob ich mich jetzt da ins nasse Matschdingens da lege. Bah! Boah, toll. Bibo, bist du immer noch am Fenster und guckst den Schnee an? Ja. Das wird aber tatsächlich immer mehr, ne? Und der bleibt ja auch wirklich liegen. Mhm. Hab ich ja gesagt, so hat das am Nordpol auch angefangen. Ja, am Nordpol ist doch immer Schnee. Nee. Ja, zeig mal, ist das wirklich so krass mit dem Schnee? Ich meine, ja, oh mein Gott. Okay, das ist aber jetzt echt heftig geworden. Also wenn das so weiter schneit, da sind ja fast, also man sieht ja den Boden nicht mehr. Also ich meine, ist das nicht schön? Ja, aber der ist ja ganz schön hoch, der Schnee. Also wenn man da so reingeht, dann versinkt man da ja mit dem halben Fuß dran. Also, okay. Das ist lustig. Oh je, also da gibt es wahrscheinlich morgen früh, wenn das da liegen bleibt, dann bestimmt hier wieder so ein Schneechaos. Dann kommen die Autos wieder nicht auf den Straßenverkehr durch und sowas. Dann fahren die Busse bestimmt morgen früh nicht. Ich will auf gar keinen Fall zu spät zur Schule kommen. Vielleicht kann ich mit dem Schlitten fahren oder so. So, endlich ist der Unterricht hier vorbei. Hopp, Bibo, komm! Yippie, wir können in den Schnee! Los geht's! Sofa, Bibo! Oh, ich mach ein Fischstäbchen daraus, wenn das eingefroren ist.
Unglaublich. Nein, ich will aufs Sofa und Weihnachtsfilme gucken. Ja, es ist echt kalt, aber... gar keinen Bock jetzt raus. Vor allem vorsichtig, jetzt ist es vielleicht glatt, also rutscht nicht aus oder so. Ich habe nicht mal irgendwie eine Mütze oder einen Schal dabei. Und guckt auf jeden Fall, dass ihr morgen pünktlich kommt. Also wir können ja gucken, vielleicht kann ja mein Dad uns fahren oder so, weil vielleicht gibt es morgen Probleme mit den Bussen, wenn es so ein Schneechaos ist morgen. Ich weiß ja nicht, was da morgen früh los ist. Oh Mann, ich hasse Winter. So, ab nach draußen. Achtung, Achtung, hier spricht Frau Barsch. Eine Durchsage an alle Schülerinnen und Schüler der Schule. Wichtig, bitte zuhören. Ich weiß, ihr habt jetzt eigentlich schulfrei, aber bitte ganz wichtig, bevor Sie das Schulgebäude verlassen. Vielleicht haben Sie es schon mitbekommen, dass der Schnee draußen sehr, sehr hoch ist. Und wir haben leider einen Schneesturm. Der wurde gerade vom Deutschen Wetterdienst hier angesagt. Der Schnee ist bereits über 8 Meter hoch und der Schnee versperrt die Tür. Das heißt... keiner von uns darf unter irgendwelchen Umständen jetzt das Gebäude verlassen. Bitte öffnen Sie die Fenster nicht. Ich weiß, es ist natürlich gerade eine sehr blöde Situation. Wir schauen, was wir da machen können. Es wird auf jeden Fall ein bisschen dauern. Es tut mir leid, die Türen gehen nicht auf. Bitte bleiben Sie im Gebäude. Bro. 8 Meter? Ich wollte spielen. Bro, ich will nicht hier in der Schule bleiben. Oh, nee. Gott, also ich habe sowas noch nie entdeckt, ein Schneechaos. Es hat zwei richtig coole Sachen. Also zum einen, dann komme ich, also vielleicht bleiben wir die ganze Nacht hier. Ich meine, es gibt besseres, ja. Wir haben keine Betten, aber dann komme ich morgen auf jeden Fall nicht zu spät zum Unterricht, weil das ist mir schon wichtig, weil ihr kennt Frau Bohnenkemper-Müller. Ich möchte echt eine gute Note bei ihr haben. Und zum anderen, Schneechaos, 8 Meter hoher Schnee. Ich bin die Erste, die darüber schreibt. Was meint ihr, was da losgeht in der Zeitung und so? Und da ich ja, weil ich ja Journalismus studieren möchte, kann ich jetzt schon mal anfangen, einen Artikel zu schreiben. Oh mein Gott, über den Schnee. Und ich muss auch Fotos machen, denn ich möchte die Erste sein. Vielleicht komme ich ja aufs Titelbild damit. Mit einem guten Bericht. Schüler gefangen in der Schule. Oh ja, und ich war live dabei. Jo, Schwester, aber die Welt geht unter und du denkst an nichts anderes, außer hier irgendwie Karriere zu machen. Ja. Acht Meter Schnee! Wie kannst du an sowas jetzt denken? Ja. Man könnte draußen sein und im Schnee spielen. Und außerdem, ich habe auch voll das Hunger. Das ist furchtbar, wir dürfen das nicht raus. Es ist kalt. Wir dürfen nicht rausgehen. Wir haben keine Betten, wir haben keine Decken, wir haben keine Jacken. Das ist der absolute Horror. Und der Schnee ist einfach draußen, wir sehen ihn von hier und dürfen ihn nicht mal anfassen. Jetzt sitzen wir hier schon seit mindestens einer Stunde, wenn nicht sogar 4 Stunden. Und es ist einfach so kalt. Es ist echt voll kalt. Es wird immer kälter. Kann das nicht irgendwer abholen? Ja, so vielleicht der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Egal, Bibo, vergiss es einfach. Ja, vergiss es einfach. Der Weihnachtsmann. Der hat zu viel zu tun. Der hat zu viel zu tun. Der muss die ganzen Geschenke basteln, Bibo. Ja, Mist. Punkt. Oh mein Gott. Leute, ich bin fertig. Hallo? Leute? Bibo, guck doch jetzt nicht die ganze Zeit aus dem Fenster. Und Tessa, schläfst du eigentlich wirklich? Also, wir sind jetzt aber schon ganz schön lange hier. Also, ich bin fertig. Ich werde meinen Artikel einreichen. Hallo Leute, hier ist erneut Frau Barsch, wie ihr wahrscheinlich wisst. So, tut mir leid, dass ich mich jetzt in der letzten Stunde nicht gemeldet habe. Wir hatten natürlich sehr, sehr viel hier zu klären. Auf jeden Fall kann ich eine Entwarnung geben für ganz Bielefeld und Umkreis, denn... der Schneesturm hat ein Ende genommen. Der ist jetzt Richtung Dortmund gezogen. Das heißt, wir sind jetzt hier sicher. Und naja, es ist etwas peinlich vom Wetterdienst, aber es gab eine Verwechslung. Der Schnee ist nicht 8 Meter hoch, sondern nur 80 Zentimeter hoch. Somit Entwarnung, ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Was? Leute, habt ihr das gehört? Yo, ist das denn ihr Ernst? Was für 8 Meter jetzt nur 8 Zentimeter? Für was waren wir jetzt die ganze Zeit hier? Also war es alles unnötig oder was? Nee, es war ja schon Sturm, ne? Es war ja schon Sturm. Und es hat schon richtig krass geschneit. Aber hat's aufgehört? Bibo, guck noch mal aus dem Fenster. Nein. Ja, also wir können jetzt raus. Ja, komm jetzt, Tessa, ab nach Hause. Wir gehen erstmal was direkt, essen. Direkt, Digga. Komm, Schwester, wir gehen mal. Bis morgen, komm gut nach Hause und passt auf euch auf, dass ihr nicht ausrutscht. Also, oh mein Gott. Also, okay, das ist ja ein Spektakel. Jetzt muss ich erstens meinen ganzen Artikel wieder überarbeiten, weil ich meine... aber das ist ja noch spektakulärer. Fehlerhafte Aussage vom Deutschen Wetterdienst lässt alle Menschen in Bielefeld verzweifeln. Große Panik an den Schulen.
Oh mein Gott, das wird ein krasser Artikel. Und wenn der morgen nicht in der Zeitung ist von mir, dann weiß ich auch nicht.